Daniel Thumay, VfL TV, der nächste Testspielerfolg, 6:1 beim FC Oberneuland. Wie zufrieden ist der Trainer nach den 90 Minuten? Ja, zufrieden ja nie, aber ich glaube, war ein richtig guter Auftritt. Also gerade erste Halbzeit permanent im Gegenpressing gewesen. Den Gegner auch heute kaum Pässe spielen lassen, in unserer Hälfte wenig Ballbesitzzeit. Richtig gutes Umschalten und zudem noch ein paar schöne Tore herausgespielt. Auch viel Ballqualität in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit hat man gesehen, dass die Jungs ein bisschen müde wurden, aber das ist völlig normal. Also über die 90 Minuten ja, konnte man damit einverstanden sein. Auch vor dem Hintergrund, dass du vielen Spielern viel Spielzeit gewährt hast. Du musst eigentlich nur Sebastian Klaas verletzungsbedingt auswechseln und hinten raus Uli Tafferzhofer. Also du hast angesprochen, mit der ersten Halbzeit ein bisschen zufriedener als mit der zweiten, oder? Ja, ich glaube einfach, weil das Spieltempo ein bisschen höher war. Wir hatten ja in der zweiten Halbzeit auch noch einige Torchancen, die wir hätten machen können, wo wir ein bisschen was liegen gelassen haben, wo wir vielleicht ein bisschen unseriös wieder gespielt haben mit der sicheren Führung. Aber ja, die Wechsel waren dann einfach auch dem geschuldet. Sebastian hatte diese Platzwunde. Bei Ennis war es so, er war sehr müde und ich hatte gedacht, im nächsten kriegt er noch mal einen auf die Füße und haben ihn runtergenommen. Uli hat ja dann direkt geknipst, also war nicht der schlechteste Wechsel. Also über die 90 Minuten mit dem, was sie gegen den Ball angerichtet haben, können wir absolut zufrieden sein, auch über beide Halbzeiten. Wie viel von den Inhalten, die du vorm Spiel mitgegeben hast, wurden aus deiner Sicht umgesetzt? Ich glaube, gerade wir haben in den letzten 10 Tagen intensiv im Spiel gegen den Ball gearbeitet. Das hat man heute wieder gesehen. Ich glaube, wir hatten eine richtig gute Blockbildung. Wir haben wenig tiefe Bälle zugelassen. Und Fokus war jetzt, viele Umschaltmomente zu haben, auch im Gegenpressing. Da sind sie auch direkt auf den Ball gefallen. Also das war sehr, sehr viel von dem, was wir uns erarbeitet haben. Und nach vorne hin kamen auch ein paar Umschaltmomente. Und wenn wir die nächsten Tage im Trainingslager dann intensiv mit dem Ball arbeiten, dann sieht es auch vielleicht über 90 Minuten so gut aus wie in der ersten Halbzeit. Kleiner Wermutstropfen der Gegentreffer aus deiner Sicht? Ja, ein bisschen ärgerlich. Tiefe Laufweg, dass Markus als Zehner diesen Laufweg aufgenommen hat, dass er auch stabil drin war. Ich hätte mir gewünscht, dass er diesen Zweikampf für sich gewinnt. Da hat er versucht, das Fußballriss zu lösen. Wenn er ihn natürlich komplett aggressiv wegrätscht, dann kommt er nicht zu dieser Abschlusssituation. Ist dann immer blöd. Ja. Gegentor wollten wir definitiv vermeiden. Aber es war auch, glaube ich, die einzige Chance. Oder da gab es noch mal eine halbe. Dann können wir es verkraften. Ich glaube, dafür hat der Gegner auch eine ganz ordentliche Qualität gehabt. Vielleicht noch zwei Sätze. A, du hast einen A-Jugendlichen heute zum Einsatz gebracht. Und B, Moritz Heyer als Kapitän. Ja, wir haben ja letzten Tage auch viel Lob bekommen für unsere 2 Sterne im Leistungszentrum. Die Jungs arbeiten sehr intensiv da, gerade die Jungs in der Leitung, die drumherum. Und wir pflegen ja auch diesen Transfer, diese Durchlässigkeit. Und heute Jakob Dune, über 90 Minuten, richtig guter Auftritt, haben wir uns drüber gefreut. Fiel gar nicht so auf oder dass er noch gar nicht mit uns trainiert hatte. Vorher hatte er nur diese paar Minuten am vergangenen Wochenende. Ja, und insgesamt war es natürlich dadurch dann sehr, sehr, sehr positiv. Auch Moritz Heyer, der ja auch aus dem Leistungszentrum kommt, was du angesprochen hast, lief mit der Kapitänsbinde auf. Hat wahrscheinlich jetzt keine grundlegende Bedeutung, nehme ich an. Ja, die Kapitänsbinde wollen wir in den Wochen ein bisschen verteilen. Wir brauchen Spieler auf dem Platz, die auch Verantwortung übernehmen. Das hat Mo Heyer natürlich in der letzten Saison getan, bei Halle sehr viel, war Mitglied des Mannschaftsrates. Ja, er muss den nächsten Schritt gehen. Wir wollen ihn jetzt nicht als Ergänzungsspieler dazu holen, sondern er muss auch vorweg marschieren, er muss Ansprüche haben und er muss auch ein bisschen lauter werden. Und da verteilen wir die Binde in den ersten Wochen. Das ist gar nicht so die Idee, dass es da gegen Marc Heyer geht, sondern einfach mal der eine oder andere. Und ich habe gehört, in der Mannschaftskasse klingelt es dann auch jedes Mal, wenn ich sie verteile. Also wahrscheinlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Da unterscheidet sich die zweite Liga nicht groß von der Kreisliga. Vielen Dank, Daniel.